Bei einem schweren Verkehrsunfall im Süden Ungarns ist ein Renault mit französischen Kennzeichen verunglückt. Zwei der Insassen kamen vor Ort ums Leben. Sechs weitere wurden mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Renault hatte offenbar versucht, eine Polizeikontrolle zu umgehen und war anschließend mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt. Der Unglücksort liegt nahe der Grenze zu Serbien im Bereich der sogenannten Balkanroute. Die meisten Menschen in dem Renault sollen Migranten gewesen sein. Bei dem Fahrer könnte es sich nach Polizeiangaben um einen Schleuser handeln.